Nur einmal im Jahr öffnet es seine Tore für eine geladene Gesellschaft. Das Schloss Moos im Landkreis Deggendorf. Der vierflügelige Renaissancebau befindet sich seit 1940 im Besitz der Familie Arco-Zinneberg. An das Schloss schließt ein englischer Garten an. Und dieser bot am Samstagabend die Kulisse für den Gartenempfang. Liebe Zuschauer, nicht nur der englische Adel feiert Gartenempfänge und Reitturniere. Auch hier in Moos beim 40-jährigen Jubiläum des Pfingstfestes ist einiges geboten. Wir schauen uns jetzt mal um. Die Festivitäten zu Pfingsten gingen bei Kaiserwetter in ein Jubiläum. Seit 40 Jahren finden parallel das Pfingstfest, das Reitturnier und der Gartenempfang in Moos statt. Diese Traditionen, da legt man bei uns im Haus sehr, sehr großen Wert drauf. Diese Traditionen wollen wir fortsetzen. Und ich glaube, zum Wohle der Region, zum Wohle unserer Kunden und auch zum Wohle der gräflichen Familie, es macht allen einen riesen Spaß. Die Einladung für den Gartenempfang wurde verschickt an Freunde der gräflichen Familie und des Hauses Arco. Aber auch Mitglieder des Klerus, Bundestagsabgeordnete, Arbeiter aus der Brauerei und Reiter durften mitfeiern. Das kommt ja, wie Sie sehen, sehr gut an. Und wir haben sehr viele alte Freunde, die zu uns kommen, aber auch immer wieder neue. Und natürlich auf Einladung von uns und von unserer Familie. Und es ist doch ein Höhepunkt auch hier in der Region, der sich sehen lassen kann. Riprand Graf von und zu Arco Zinneberg lebt hauptsächlich in den USA. Dennoch fliegt er über die Pfingstfeiertage jedes Jahr nach Moos. Für mich ist das eine sehr wichtige Sache, mich auch hier regional zu präsentieren, weil meine Wurzeln sind hier, ich gehöre hierher und für mich ist das ein Höhepunkt im Jahr. So hat man genügend Zeit, sich zu unterhalten, ein Glas zu trinken, natürlich mehr Bier wie was anderes und einfach gemütlich zusammen zu sein, miteinander, das ist das Allerwichtigste. Auch für Adel und Politprominenz ist der Gartenempfang ein Highlight des Jahres. Viele Leute aus ganz Niederbayern können gute Gespräche führen und das ist auch eine Tradition, die gepflegt wird. Ich bin sehr dankbar, dass der Herr Graf das immer aufrechterhält. Früher war es so, da musste ich fast zu jeder Veranstaltung gehen. Heute kann ich mir die einzelnen Veranstaltungen aussuchen. Und da ich mit Graf Riprand persönlich eng befreundet bin, gehe ich natürlich heute hierher. Das ist einer der gesellschaftlichen Höhepunkte hier im Landkreis und weit darüber hinaus. Das ist schön dabei zu sein, viele bekannte Leute zu treffen, auch ein paar Gespräche zu führen, die man dann ohnehin noch hätte führen müssen dann. Und es ist einfach wunderbar in diesem Ambiente des Schlosses, im Schlosspark. Das Arco-Bier ist natürlich auch toll. Das Moos ist immer ein Ereignis. Gast zu sein bei der gräflichen Familie ist auch eine schöne, ehrenvolle Angelegenheit. Der Gartenempfang ist in den vergangenen 40 Jahren genauso zur Institution geworden wie das Pfingstfest in Moos. Auf dem Empfang wurden deshalb heuer auch Schausteller ausgezeichnet, die von Anfang an dabei waren.